Ich selber bin Michael Wagner, CTO und Mitgründer von Epolog, Syncfin, unserem Spin-off. Und ja, freue mich jetzt die nächsten gute halbe Stunde sie durchzuführen. Und letztendlich, hier sieht man Epolog, unsere Firma für Fabrikplanungssoftware, unsere Epolog und Syncfin als Industrial Metaverse Enabler. Wer die Webinare verfolgt, kennt auch oder weiß, dass Epolog vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Hier sieht man ein paar Produkte, die mit Hilfe von Epolog entstanden sind. Und BMW hier, unser größter Kunde, hat vor jetzt schon 3 Jahren angefangen, sich mit dem Industrial Metaverse auseinanderzusetzen, in Form von Omniverse. Sie nennen das Factoryverse und wir waren im Prinzip da relativ von Anfang an mit dabei. Und ich selber mache seit über 20 Jahren digitale Fabrik sozusagen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, OpenUSD und wie hier der Gedanke von Industrial Metaverse gelebt wird, habe ich gesagt, das ist genau das, was ich mir immer vorgestellt habe. Und deswegen haben wir da auch sehr bald einen Epolog-Connector dafür geschrieben. Und der hat jetzt schon einige Iterationen hinter sich sozusagen. Und das zeige ich heute, wie man den benutzt im Prinzip, um jetzt, was man hier sieht, die Epolog-Inhalte in so einen ganzheitlichen digitalen Zwilling von meiner Fabrik in einem Omniverse oder Industrial Metaverse Umfeld zu übertragen. Und BMW ist schon Vorreiter sozusagen, die sehen jetzt auch langsam die Früchte sozusagen, dass man halt mal alles zusammen hat in so einem ganzheitlichen digitalen Zwilling. Und wie ich gesagt habe, das Ganze basiert auf OpenUSD, also Universal Scene Description und NVIDIA Omniverse. Universal Scene Description hat halt eine Szenenbeschreibung, die gewisse Vorteile hat. Da gehe ich nachher noch genauer drauf ein. Aber letztendlich, die Hauptpunkte sind ein globaler Namensraum, wo ich meine Inhalte alle zusammenführen kann. Layering, wo ich Inhalte miteinander kombinieren kann. Und die Semantik sozusagen, wo ich auch sagen kann, was habe ich da überhaupt in meiner Umgebung. Und NVIDIA hier als ein großer Global Player sozusagen, hat es auch für sich entdeckt, dieses Format gesagt, das nehmen wir als Basis für unser Omniverse, also im Prinzip eine Plattform, um wirklich große Szenen aufzubauen und entsprechend auch in Echtzeit und realistisch darstellen zu können. Natürlich NVIDIA, GPU-Spezialist, hat natürlich dann Werkzeuge da drin, die speziell auch die GPUs nutzen und optimal ausnutzen, entsprechend performant das Ganze dann auch darstellen können. Wir haben, wie gesagt, einen Connector gemacht für Omniverse. Und jetzt muss ich mal meinen LinkedIn da ausschalten, genau so. Wenn es mal hakt, auch bitte entschuldigen, wir haben jetzt eine neue Streaming-Software hier am Start. Ich hoffe, es funktioniert auch alles gut. Genau. Wir machen das auch einfach so. Genau. So. OpenUSD. Wer kennt diese Figur?
Ich würde jetzt noch mal gern sozusagen OpenUSD und wo es herkommt, was man macht, noch mal ein bisschen genau beleuchten, weil das ist wirklich eine Szenenbeschreibung, die, wo man ein bisschen braucht sozusagen, dass man wirklich in diese Konzepte reinkommt und auch die Vorteile dann nutzen kann von diesem Layering und Referencing und was man da so alles hat. Also vor über 15 Jahren hat Pixar, die Firma, die hinter Toy Story steht, für ihre Filme ein Szenenformat entwickelt, das ihnen ermöglicht, mit ihren ganzen global verteilten Teams zusammenzuarbeiten und die ganzen unterschiedlichen Inhalte auch zerstörungsfrei zusammenzubringen. Also hier sieht man im Prinzip eine Simulation, eine Umgebung sozusagen, die Figur an sich sozusagen. Und das machen ganz unterschiedliche Leute sozusagen, die dann ihre Inhalte alle irgendwie zusammenbringen müssen, dass am Schluss dieses Kunstwerk, Film rauskommt. Und das merkt man halt diesem Format an, was sie dafür entwickelt haben, dass sich hier sehr schön diese ganzen unterschiedlichen Sachen zusammenbringen kann. Und natürlich, wenn man ein bisschen digitale Fabrik macht, dann weiß man, eine Fabrik ist schon fast ein größeres Kunstwerk, dass da alles so funktioniert und am Schluss 1000 Autos im Tag rauskommen. Deswegen eignet sich das nach vieler Ansicht also wirklich auch, um also diese komplexen digitalen Fabrikumgebungen abzubilden. Und was man hier sieht, ist bloß ein kleiner Blick von Siemens und Nvidia, wo man einen kleinen Ausschnitt von so einem digitalen Zwilling von einer Fabrik letztendlich sieht. Aber wenn wir genauer gucken, das Industrial Metaverse besteht eigentlich nur aus digitalen Zwillingen. Also wenn wir jetzt mal in diese Fabrik noch ein bisschen genauer reingucken, dann sehen wir eigentlich, jedes Element ist ein digitaler Zwilling von irgendwas Realem. Also angefangen vom Roboter über die Produkte, über die Werker, die rumstehen oder das Gebäude außenrum sozusagen. Das sind alles letztendlich digitale Zwillinge, die von unterschiedlichen Leuten auch erstellt werden sozusagen und mit unterschiedlichen Werkzeugen auch. Und das muss alles zusammenkommen in diesem ganzheitlichen digitalen Zwilling von der Fabrik, die man hier sieht, dass ich wirklich was damit anfangen kann. Und wenn wir nochmal genauer hinschauen, dann haben wir im Prinzip, was ich schon gesagt habe, aus unterschiedlichen Domänen der Fabrik digitale Zwillinge. Also wir haben einerseits Ressourcen, wir haben das Produkt an sich, die Produktinstanzen, Materialcontainer bis hin zu Werkern, die entsprechend geplant werden müssen. Und das, wie gesagt, kommt dann alles, ist eine Anforderung an so ein Format, dass an die Plattform, dass ich das alles irgendwo integrieren kann und am Schluss ein einheitliches oder ein ganzheitliches Bild habe von der Sache. Digitale Zwillinge sind nicht nur in der Fabrik, sondern also auch am Produkt selber und über den Produktlebenszyklus. Also wir beleuchten jetzt mal erstmal, was muss ich eigentlich alles abbilden mit so einer ganzheitlichen Plattform und einem ganzheitlichen Format, dass ich wirklich überall auch rumkomme. Wir fangen an mit dem Produktdesign, was schon sozusagen die erste Idee von dem Produkt als digitaler Zwilling entstehen lässt. Dann geht es weiter zur Produktion, also auch die Planung, Produktionsplanung. Es wird dann erstellt und aus der Produktion fallen dann ja viele Produkte raus, die jeweils auch wieder einen digitalen Zwilling haben. Das wird dann entsprechend auch wieder verkauft,
im After Sales entsprechend auch verwendet und bis hin zu Service. Jedes Auto hat im Prinzip auch schon einen digitalen Zwilling, wo entsprechend vermerkt ist, sozusagen, welche Firmware habe ich in welchem Steuergerät oder entsprechend Informationen, dass ich auch das reale Produkt dann entsprechend wieder gut betreuen kann. Wenn wir das jetzt noch weiter aufmachen, waren wir jetzt in der Fabrik, die ein Produkt herstellt, aber die Fabrik, die benutzt ja auch einerseits Material, um das Produkt herzustellen. Und jedes Teil, was ich in meinem eigenen Produkt verbaue, ist ein Produkt von einem anderen Hersteller, sozusagen, der auch wieder diesen Produktlebenszyklus hat. Und jede Maschine, die ich in meiner Produktion einsetze, um das entsprechend herzustellen, ist auch wieder ein Produkt von einem Maschinenhersteller. Und so in der idealen Industrial Metaverse-Welt unterhalte ich mich eigentlich hier mit den entsprechenden digitalen Zwillingen von meinen Produkten und von den Produkten meiner Partner, um möglichst effizient und ohne Verschwendung, also nachhaltig, meine Produkte zu produzieren, anzubieten und auch entsprechend zu benutzen, bis hin zum Kunden, zum Endkunden, der mein Produkt dann benutzt und entsprechend dann Freude dran hat. Das ist sozusagen die eine Dimension. Und die andere Dimension habe ich Reality Layers genannt. Wenn ich wirklich ganzheitlich was abbilden will in der digitalen Fabrik, habe ich unterschiedliche Realitätsebenen. Das heißt, ich habe einerseits meine reale Fabrik, die hinter mir sozusagen auf dem Feld steht letztendlich. Da passieren Sachen. Ich kriege Sensorwerte oder Scan-Daten. Und im besten Fall macht die genau das, was ich vorher geplant habe. Und machen alle Leute und Maschinen und Produkte entsprechend genau das, was ich geplant habe. Und dafür habe ich sozusagen eine geplante Realität. Also nicht nur den jetzigen Zustand, sondern im Prinzip den Plan, wie wird sich meine Fabrik entwickeln und alle Sachen drin verhalten, dass ich möglichst optimal produzieren kann. Und als dritte Ebene, wenn ich diesen Plan mache, weil fällt er mir ja nicht sofort so ein, sondern ich mache Planungsalternativen sozusagen. Ich entwickle Szenarios und sage, okay, was ist, wenn ich die Maschine dorthin stelle oder im Prinzip diesen Produktmix doch woanders produziere. Ich entwickle unterschiedliche Szenarien, lassen wir da auch vielleicht helfen von einer generativen AI jetzt mittlerweile. Und wenn ich mich für ein Szenario entschieden habe, dann sage ich das, das wird umgesetzt und dann wandert es sozusagen in diese geplante Realitätsebene. Und man sieht also, ich habe sehr viele Dimensionen, die ich irgendwo abbilden muss, wenn ich wirklich einen ganzheitlichen digitalen Zwilling entsprechend bauen will. Und aus meiner Warte sehe ich da halt gerade vor allem die Möglichkeit, das mit einerseits NVIDIA Omniverse als Plattform zu machen und andererseits OpenUSD als eine Sprache, die das alles abbilden kann. Aber jetzt habe ich genug geredet. Im Prinzip, ich will jetzt mal zwei Aspekte an dem Beispiel einfach zeigen, wie das Ganze funktioniert, die charakteristisch für dieses OpenUSD Layering und Referencing sind. Wenn Sie Fragen haben, einfach fragen, genau. Ja. Ich sehe es hier. Gibt es schon eine Frage dazu? Nee, nicht der Fall. Gut. Also im Prinzip Layering und Referencing sind zwei Grundfunktionalitäten, die ich in diesem OpenUSD umsetzen kann. Das eine ist sozusagen, möglichst viele Sachen
ja, mehrfach benutzen über Referencing. Also ich habe in meiner Fabrik viele Regale rumstehen, also und entsprechend, wenn ich von einem Regal jetzt 17 gleiche habe, dann kann ich die entsprechend referenzieren. Und Layering ist das andere, der andere Aspekt, wo ich im Prinzip unterschiedliche Inhalte zusammenbringen kann. Und das zeigen wir jetzt. Dazu gehen wir in den USD Composer. Also das ist sozusagen jetzt ein Tool von NVIDIA, was USD-Dateien entsprechend erstellen, bearbeiten und anzeigen kann. Und ganz wichtig sind hier diese Namensräume. Also ich habe jetzt, stellen wir uns vor, wir haben drei Partner, die miteinander arbeiten müssen. Ich bin der Prozesseigner sozusagen. Ich verantworte hier diese Fläche mit den Würfeln drauf. Ich habe hier eine Welt mit Region 1 und Region 2 strukturiert und entsprechend hier zwei Würfel draufgesetzt. Ich bin der Würfelspezialist, ich arbeite nur mit Würfeln letztendlich. Ja? Und jetzt habe ich aber noch zwei Partner, die und zwar ein Contributor A sozusagen, der mir was beisteuern soll, und zwar laden wir es mal, der arbeitet in seiner eigenen USD-Szene, Contribution A habe ich die hier genannt, und der arbeitet nur mit Zylindern letztendlich. Der kann nur, der Zylinder sind sein Ding, er hat hier, aber wir haben uns auf die gleiche Struktur geeinigt sozusagen, er hat hier auch in Region 1 und Region 2 in seiner Welt. Und arbeitet hier im Prinzip mit seinen Zylindern. Ja, kann die genauso durchschieben und arbeitet da auch dran weiter. Also ich habe hier einen Kontext, wo der drin arbeiten kann. Dann habe ich noch einen anderen Partner, der Contribution B heißt. Der arbeitet nur mit Donuts letztendlich. Und schiebt die entsprechend bei sich durch die Gegend, benutzt hier auch wieder den Namensraum, also Welt, Region 1, über den ich dann auch diese Elemente genau adressieren kann. Das sieht man hier über den Prim-Path, also alle Elemente in OpenUSD sind Prims, sagt man. Und wenn ich jetzt also ein Element ansprechen will, also wie jetzt hier zum Beispiel diesen Donut, dann kann ich das über diese Adresse letztendlich, oder man sagt Pfad. Ne? Wenn ich den meine, dann heißt der halt World Region 1 Contribution B Torus. Und so habe ich im Prinzip in diesem ganzen Namensraum, auf den ich mich geeinigt habe, erstmal ja, die Möglichkeit, alles anzusprechen sozusagen. So. Jetzt bin ich ja jetzt wieder in meiner, also ich bin ja Base Stage Besitzer sozusagen, der mit den Leuten zusammenarbeitet. Und jetzt sage ich, jetzt möchte ich die Resultate von den beiden in meine Welt reinlayern, sagt man. Und dafür gibt es hier diese Layer. Also hier die Stage ist sozusagen jetzt die, wir erinnern uns, unser Adressraum sozusagen, wo ich jetzt in Region 1 schon mal ein Würfelchen reingesetzt habe. Und jetzt sage ich aber, okay, jetzt möchte ich einen Sublayer hinzufügen. Und da nehme ich im Prinzip die Resultate von meinem Contributor A. Ja? Jetzt gucken wir mal, was da passiert. Schwupp. Aha. Jetzt sehe ich also, hier habe ich einen Sublayer hinzugefügt. Und das Sublayer, also hier hat ja, erinnern wir uns noch, im Prinzip in seinem Namensraum nur die Contribution A sozusagen, also die Zylinder von dem Partner. Wenn wir jetzt in die Stage gucken, haben wir hier die komplette Stage, ja? Aber in unserem Namensraum ist plötzlich noch der Contribution A-Inhalte dazugekommen. Und man sieht also, die Inhalte werden ineinander verwebt, wenn man so will. Und das Schöne ist sozusagen, ich kann jetzt hier, jeder kann für sich weiterarbeiten auf seinem Inhalt,
Und erstmal stört den anderen nicht. Und derjenige, der auf die Inhalte angewiesen ist, der kriegt dann im Prinzip von beiden die Inhalte so zugeführt. Da holen wir uns noch die Contribution B entsprechend, dass dann ein Gesamtbild entsteht, was ich, schon mal dann beurteilen und sehen kann. Und hier sehe ich schon mal, als Fabrikplaner kriege ich natürlich hier schon mal die Krise, weil ich habe eine Kollision sozusagen. Wenn da jeder nur in seinem Kontext arbeitet, dann kriegt der nichts vom anderen mit und weiß gar nicht, dass es hier eine Kollision gibt. Ja? Und jetzt kann ich unterschiedliche Sachen machen in der Geschichte. Ich kann entweder sagen, okay, ihr habt eure Meinung erstmal und ich arbeite jetzt hier in meinem Layer, also in meinem Base Stage Layer, weiter und sage, ich bin aber der Ansicht, dass dieser Torus hier nicht hingehört, sondern ein bisschen weiter nach hier. Ja? Und dann kann ich sozusagen das erstmal bei mir überschreiben, aber im Ausgangslayer ist immer noch an dem gleichen Punkt. Oder ich kann sagen, also jetzt gucken wir mal hier, das müsste jetzt müsste hier auch zu sehen sein in der Welt. Das weiß ich natürlich nicht, wo habe ich es angeklickert? Torus. Ups. Ich zeige natürlich in dem. Das müsste Contribution B sein. Ja, setzen wir das einfach als Authoring Layer sozusagen und dann kann ich wirklich in dem Ursprungslayer auch wieder arbeiten sozusagen. Also gleichzeitig kann ich auch hier, könnte ich jetzt eine Live-Session aufmachen und wirklich, wenn der Partner jetzt am anderen Ende der Welt arbeitet, mit dem gleichzeitig in seinem Layer entsprechend arbeiten und da kooperieren. Und das ist halt, also hier sieht man es im Prinzip. Jetzt habe ich ein Delta erzeugt, als ich das durch die Gegend geschoben habe. Das heißt, in meiner Welt gibt es ja jetzt einen Unterschied zu der Ursprungswelt von meinem Contributor B. Das wollte ich zeigen, genau. Und dann kann ich natürlich auch sagen, sozusagen ist das möchte ich jetzt wieder nicht, sondern wieder die Ursprungsversion. Und dann sage ich Delete Delta und dann habe ich wieder die Ursprungsvariante, die halt der Kollege da erzeugt hat. Das war das eine. Und ich kann natürlich auch sagen, okay, Herr Kollege, jetzt gehe ich mal in deinen Layer sozusagen, sage ich Set Offering Layer. Und schiebt es entsprechend zur Seite. Und wie man sieht, jetzt habe ich kein Delta erzeugt, sondern wirklich in dieser Layer-Schicht gearbeitet. Und kann man jetzt speichern entsprechend. Und dann, hat hier NVIDIA einen Haufen auch mit dabei. Sehen wir da mal
keine Ahnung, ja, für uns immer Stapler interessant oder auch nicht, aber sie sozusagen, das war jetzt ein Referencing, also ich nehme einfach irgendein Element und ziehe es da rein. Das sieht man hier sozusagen oder auch hier. Ich habe jetzt einfach diesen Stapler entsprechend referenziert und entsprechend auch kann ich dann verwenden. Ja. Aber man sieht, also der Unterschied zum Layering ist jetzt, also der gliedert sich nicht, der wird jetzt nicht eingewebt in meinen Namensraum, sondern wird einfach drangehängt wie so ein, hat seinen eigenen Namensraum, wie so ein Blatt letztendlich. Man sieht ja auch das, eine eigene Struktur. Und mit dem Referencing baue ich eigentlich meine Szene auf. Gibt es dazu Fragen schon mal? Nicht der Fall? Dann würde ich weitermachen im Prinzip, weil ein wichtiges Element ist noch Semantik sozusagen, weil im Prinzip das, was ich sehe, sind erstmal nur grafische Elemente sozusagen. Und um damit im Prinzip ein Tool oder eine AI oder ein Mensch auch genau weiß, was er da sieht, muss ich das mit Semantik behaften. Das heißt, ich muss dem irgendwo sagen, du bist ein Regal, du bist ein Regalfach und du ein Materialcontainer. Weil wenn jemand sich nicht auskennt oder kein Domänenwissen hat, kann sagen, ja, ist schon halt ein Würfel letztendlich. Ja. Aber für mich in der Domäne ist dieser Würfel halt nicht nur ein Würfel, sondern der repräsentiert einen Ladungsträger in dem Fall. Genauso wie hier ein Werker. Und da hat USD auch eine schöne Möglichkeit, dass ich im Prinzip diese Bedeutungsinformationen, die Semantik, mit dranhängen kann an meine Objekte. Und das machen wir auch kurz und sagen, jetzt habe ich ja hier bei meinen Sachen, sehe ich jetzt hier einen Torus oder einen Zylinder, aber ich kann jetzt sagen, okay, machen wir mal, dazu habe ich jetzt hier verschiedene Tags, also sind wie so kleine Etiketten, wo drin steht sozusagen, was ist es. Ne? Und sobald ich so ein Etikett dranhänge an so ein Element, dann weiß auch sozusagen eine Software oder eine AI, was es ist. Ne? Also ich habe hier zwei Dinge, Ding A und Ding B sozusagen. Und ich sage, okay, für mich ist jetzt aber das ein Ding A. Dann hänge ich es dran. Ne? Und entsprechend habe ich dann an meinem Contribution A Zylinder entsprechend ein Ding A dran letztendlich. Und so kann ich halt meine Welt mit Bedeutung versehen und entsprechend meine Software auch ermöglichen, viel besser die Sachen zu verwenden, die sie brauchen kann und die Sachen nicht zu verwenden, die sie nicht braucht. Ja. Und das machen wir uns bei Epolog also sehr zunutze. Und da zeige ich auch gleich was. Ups, die Ups, was immer. Genau. Nämlich im Prinzip jetzt, also mir war es wichtig, das nochmal zu zeigen, weil im Prinzip, Werner hat eine Frage. Assets immer nur referenziert. Ja, also im Normalfall ja. Weil du kannst dann trotzdem natürlich Sachen überschreiben oder noch dranhängen oder so. Aber sozusagen, die Idee ist eigentlich, gibt es sehr, sehr gut, vielen Dank für die Fragen. Es gibt Rollen und Rechte Modell in Omniverse, genau, also ich kann halt Sachen freigeben oder auch nicht. Da kann ich auch zum Beispiel eine andere Eigenschaft von USD nehmen, dass ich
bestimmte Sachen nur anzeige, wenn, ja, wenn ich ein Recht dafür habe und sagen, also mit Variant Sets würde ich das machen. Ja. Genau. Also man kann da ziemlich viel ja, in der Struktur und auch ja, im Workflow machen, aber man muss erstmal ein bisschen reinkommen in den Prozess sozusagen und auch probieren und Fehler machen. Ja. Aber die Idee sozusagen auch nicht nur die grafischen Elemente, sondern auch jegliche Informationen, mit denen ein anderer was anfangen kann, in so Semantik oder Schema heißt es bei OpenUSD auch zu verpacken, das ist sehr, sehr mächtig. Ja. Und jetzt, Zeit schreitet voran, wie funktioniert das Ganze in Epolog? Habe ich jetzt schon gestartet. Ich meine, das nur als Überblick im Prinzip. Ich arbeite letztendlich in Epolog, mache da meine Materialbereitstellung am Band, sage, hier brauche ich ein Regal entsprechend. Und man sieht hier auch, im Prinzip, ich habe hier nur die Informationen, die entsprechend die ich brauche, um ein Regal dann mir vorzustellen. Und dann übertrage ich das in diesen ganzheitlichen digitalen Zwilling im Omniverse mit dem Epolog-Connector sozusagen erstmal auch rein die Informationen, die Metadaten. Und das ist auch ein Aspekt, den ich hier heute auch nochmal wirklich sagen will. Wenn ich Omniverse-Umgebungen sehe von BMW und Nvidia und alles, dann sind es ja sehr grafisch, sehr hochwertige Darstellungen sozusagen. Das ist alles schön sozusagen, aber es ist eigentlich nur ein Abfallprodukt von dem, was ich eigentlich als dieses Metadaten, als diese Metadatenmodelle hinterlegen kann in dem OpenUSD Zwilling. Weil das sind eigentlich dann die Informationen, die ich entsprechend nutzen kann. Also nicht nur zur Darstellung, sondern für meine Werkzeuge, für meine Planungstools, sozusagen wie Epolog, die dann sagen, aha, hier habe ich eine Freifläche, hier habe ich eine Störgeometrie, hier habe ich eine Prozessbeschreibung, ein Sensorwert sozusagen. Also alles, was ich irgendwo verwenden kann, kann ich hier reingeben und wieder rausziehen. Und mit diesen Layering-Geschichten halt auch entsprechend dann so, dass jeder das kriegt, was er braucht. Hier natürlich auch das schöne Modell noch, kann ich drüber layern. Aber wie gesagt, ist mal ganz wichtig, die Grafik, die man am Schluss sieht, das ist nur das Abfallprodukt. Also müsste es sein, sagen wir so. Viele machen auch erstmal nur alles sozusagen erstmal zusammen als Grafik. Das hat auch seine Berechtigung, aber dann nutze ich das Potenzial, was ich eigentlich mit OpenUSD habe, nicht aus. Muss man auch sagen. So, wie funktioniert das jetzt in Epolog? Da habe ich es auch schon gestartet. Also im Prinzip, hier habe ich jetzt unser Planspiel und hier sieht man jetzt diesen Knopf für den Omniverse-Connector und der hat ja, unterschiedliche Elemente. Also zum einen kann ich hier die Verbindungsinformation einstellen zum Nucleus, also das Omniverse, der Omniverse-Server heißt Nucleus letztendlich. Und ich kann hier jetzt unterschiedliche Elemente aus meinem Workspace erstmal dafür vorsehen, dass sie übertragen werden. Also ich bin ja als Epolog, als Materialbereitstellungssoftware eingebunden in das große Ganze sozusagen. Und da kann ich sozusagen ja erstmal unterschiedliche Anforderungen haben, dass ich jetzt im Prinzip nur einen bestimmten Teil erstmal zum jetzigen Zeitpunkt beitrage in diesen ganzheitlichen digitalen Zwilling. Und deswegen habe ich hier im Prinzip die Möglichkeit, Publish Links zu vergeben, haben wir es genannt. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel die Linie 1, habe ich hier schon mal erstellt. Also wenn ich es jetzt auch angucke, dann habe ich hier im Prinzip nur diese Elemente, die jetzt entsprechend ins Omniverse übertragen werden würden. Man sieht hier auch, ich hab hier eine Auswahl sozusagen
man hat ja vorher gesehen, diesen globalen Namensraum, wohin das Ganze übertragen werden soll. Und ich habe jetzt für IPOLOG mal ein Leonberg, Gebäude 1, Abgeschoss, Linie 1 ausgewählt. Aber das ist jetzt hier auch eine Topologie, die ich irgendwo vereinbart habe. Und die auch wieder selber als USD definiert ist. Also das merken wir uns mal kurz. Im Prinzip hier habe ich also einerseits die Möglichkeit, mich ortsmäßig zu bestimmen und andererseits auch prozessmäßig. Also ich habe ja unterschiedliche Planungszustände, sozusagen einen Planstand und einen Iststand, sozusagen, den ich hier auswählen kann und eine Zielzeit. Also erinnern wir uns an ganz vorher diese unterschiedlichen Realitätsebenen, die muss ich alle irgendwo bedienen können und dafür habe ich hier über diese Topologie-Selektion die Möglichkeit. So, wenn ich das jetzt angewählt habe, dann guckt er auch, okay, da habe ich jetzt 25 Flächen drin, entsprechend viele Racks. Dann nehmen wir vielleicht noch unser Hochregallager dazu. Dann mache ich jetzt hier noch einen Publish-Link. Kann ja umbenennen, also Lager, wupp. Und ich sage jetzt hier, das ist auch im Erdgeschoss, Hochregallager. So. Aber das ist erst für 2000, ja, ein bisschen später geplant, sozusagen, das übertrage ich erst zu diesem Zeitpunkt, sozusagen. Also diese zeitliche Komponente, die ist auch was Neues, was man irgendwo auch erstmal wieder für sich klarkriegen muss. So, jetzt haben wir hier also unseren Zielkorridor. Und jetzt sehen wir hier, würden jetzt alle Flächen übertragen. Wir wollen jetzt aber nur im Prinzip das Hochregallager. Hier sieht man es, okay, passt. So. Okay, und jetzt letztendlich haben wir das und können es publizieren. So, jetzt mit diesem Klick habe ich jetzt diese zwei Bereiche nach Omniverse übertragen. Und wie das Ganze aussieht, kann ich jetzt zeigen. Ich hoffe, man versteht es jetzt ein bisschen besser, sozusagen, was da dahinter steckt. Also ich habe hier genauso das Ganze aufgebaut in einem mit Layering und Referencing sozusagen. Und so wird der Ganze, und es fügt sich ja dann ein in die Fabrik, genau. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann sehen wir hier, wir haben also zwei Sachen übertragen, also im Prinzip eins für das Quartal 1 in IPO 24 und das andere für Quartal 4. Das heißt, und das ist jetzt das, was, also ich lade es mal kurz, genau. Also hier sehen wir jetzt auch nur die IPOLOG-Inhalte. Ja? Und ich lasse es jetzt mal auch bei dieser Meta-Informationsdarstellung, die man hier sieht, sozusagen, weil das sind eigentlich die wirklich interessanten Inhalte sozusagen für den Planer. Also der weiß hier, ich habe hier eine Box stehen, ich habe hier ein Regal. Und wenn wir uns auf das Regal mal draufklicken, dann sieht man hier rechts unten diese Semantik. Ja? Also in dem Fall habe ich hier ein Durchlaufregal definiert. Und sobald ich hier so ein Schema verknüpft habe, kann ich durch die ganze Szene durchgucken und sagen, okay, was sind hier die Durchlaufregale? Während jetzt ein anderer, der das nicht hat, der sieht da bloß Dreiecke letztendlich. Ja. Und das ist sozusagen hier das Gute, dass ich entsprechend das Ganze dann halt semantisch hinterlegt habe. Also es sieht jetzt nicht so schön aus, ja, klar. Aber das kann ich dann einfach hinterher noch machen lassen, dass ich sage, okay, jetzt machen wir mal alle. In dem Fall habe ich jetzt hier eine Stationsfläche, die hat hier, hier sieht man es auch, also auch wieder diese Fläche, ist eine Produktfläche, habe ich hier angeklickt und die hat hier diese ganzen Properties wieder, also im Prinzip ist es eine
Conveyor-Fläche, gehört zu Station 25, hat auch eine Epolog-ID und entsprechend den Verweis auf die auf das Semantik-Element. Also hier, was ich vorher gezeigt habe, diesen Aufkleber sozusagen, den ich da drauf gemacht habe, das ist so ein Template-Element hier, was einfach als USD vorliegt und was ich auch letztendlich weitergeben kann oder entsprechend mit Default-Werten belegen. Also sehr, sehr, sehr mächtiges Werkzeug sozusagen, um das um mehr mit meinem digitalen Zwilling anfangen zu können. Und jetzt habe ich mal als letzten Punkt das Ganze noch verknüpft. Sozusagen, jetzt muss man sich vorstellen, das Ganze geht jetzt in ein Gesamtkonzept ein, was hier Plan heißt. Und man sieht also, ich habe jetzt hier einerseits die Umgebung sozusagen auch wieder referenziert in dem Fall, habe mein Szenario entsprechend referenziert und habe noch unterschiedliche Elemente auch sozusagen dazu gefügt, die ja dann letztendlich alles zusammen das ganzheitliche digitale Modell bilden. Und genau, die Zeit ist vorangeschritten. Wir haben jetzt im Prinzip diesen einen Weg mal sehr ausführlich gemacht, weil ich denke, man braucht ein bisschen, um in dieses Konzept reinzukommen, sozusagen. Und nächstes Mal erzähle ich dann, wie man im Prinzip das dann auch wieder zurückkriegt. Und jetzt, ja, soweit. Das wäre dann im Prinzip das, was man hier noch sieht. Gibt es noch zum Connector Fragen oder entsprechend, das sieht man dann natürlich, wie es dann auch aussehen kann. Genau, aber mittlerweile sage ich eigentlich, lasst uns die schönen Grafiken erstmal ganz zum Schluss machen, weil eigentlich brauchen wir die Semantik und die Bedeutung. Also, Werner, habe ich deine Fragen alle beantwortet? Ah ja, was passiert, wenn ich ein Asset verändern will? Also, da kommt es jetzt drauf an. Du kannst das Asset runterladen sozusagen, also oder kannst reinlayern und dann einfach deine Änderungen drauf machen sozusagen. Kommt so ein bisschen. Also man hört es immer öfters, ja. Alles die Frage beantwortet? Mhm. Gut, ich glaube, also wir sind zeitlich durch. Dann, würde ich mich erstmal bedanken für die Aufmerksamkeit. Und gib dann noch Bescheid, wenn wir die andere Richtung mal darstellen, wie kriege ich dann im Prinzip die Inhalte, die mich als Epolog-User interessieren, wie jetzt Umgebungsgeometrie oder auch Annotationen, wieder zurück nach Epolog aus dem Omniverse entsprechend. Außerdem wird auch noch gewünscht, dass wir diese Session auch noch auf Englisch machen. Das werden wir auch zeitnah dann noch bekannt geben, wann es stattfinden wird. Aber ich glaube, Bea weist mich gerade noch darauf hin, genau. Dadurch, dass das ganze Konzept so ein bisschen, schwierig ist, erstmal reinzukommen. Sind wir auch gerade dabei, ein E-Book zu schreiben,
was im Prinzip diese Workflows mal beleuchtet und entsprechend auch Template-Elemente anbietet, wie ich dann meine Fabrik zusammensetzen kann, sozusagen. Also hier vor allem und Thomas Caro, genau, auch vielen Dank. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Mittag und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.